Deswegen sagt auch Ibn al-Jawzi, rahimahullah, in seinem Buch Sayyid al-Khatir, er sagte, wenn du von einem Leid betroffen bist und dieses Leid verringern möchtest, dann bedenke einige Sachen. Es ist oft immer eine Einstellungssache, wie man mit den Situationen umgeht. Du wirst die Situation so fühlen, wie du über sie denkst. Er sagte unter anderem, ich weiß nicht mehr alle Punkte, aber unter anderem nannte er Folgendes. Er sagte, bedenke, dass es hätte schlimmer sein können. Es hätte größer sein können. Hat jemand beispielsweise ein Körperglied verloren, in einem Unfall, dann bedenke, dass du auch hättest sterben können. Bedenke, dass du gelähmt hättest sein können. Und er sagte, bedenke auch, dass dieses Unheil, das dich getroffen hat, nicht deine Religion betrifft, nicht dein Dien betrifft. Und er nannte auch diesen Punkt, bedenke, dass du nicht alleine davon betroffen bist und dass es Menschen gibt, die von Schlimmerem betroffen sind als du. Das sind Dinge, wenn man diese Einstellung hat, wenn man das bedenkt, dann kann das einen Menschen psychisch entlasten.